Servus, lieber Leid. Ich darf euch herzlich begrüßen hier bei meinem neuen Film im Westen Rumäniens, in der Stadt Oradea. Und ich bin ja jetzt auf der Spur von der Schwowa, die sich ja überall hier verteilt haben, im Westen Rumäniens, in Ungarn, Slowakei, Serbien und Kroatien. Alle reden wir die gleiche Spruch. Also, somit bin ich jetzt hier in Oradea. Und von da möchte ich euch die schöne Stadt hier zeigen. Sozusagen bin ich hier gerade im Zentrum, beim Staatstheater. Und was mir hier in dem Zentrum so gut gefällt, sind einfach die schönen Blumen hier. Die findet man hier im ganzen Zentrum, an jedem Eck. Die ganze Stadt ist renoviert und schaut auch sehr gut aus. Vor mir liegt jetzt gerade das Astoria Hotel und in der nächsten Minute möchte ich mit euch einfach ins Zentrum, noch näher an die Kirche laufen. Ankommen an der Fluss Krischul Repede kann ich den schönen Blick auf das Zentrum der Stadt werfen und kann einfach sagen, also so eine schöne Stadt, das hat man vielleicht im Westen nicht auf die Art und Weise. Um noch näher an die Kirche ranzukommen, muss ich jetzt über die Brücke laufen. Und komme gerade in Piazza Uniri an. Da hat man jetzt den Blick auf alle Paläste und Kirche. So viele Kirche auf einem Platz, das habe ich auch noch nie erlebt. Auf der einen Seite haben wir die orthodoxe Kirche, auf der anderen Seite die griechisch-katholische Kirche, die sich jetzt großartig von der anderen nicht groß unterscheidet. Man hat gerade Männer, dass alle Kirche hier gleich sind. Gleich neben der Tür ist jetzt das Monument angebracht. Das ist etwas ganz Neues für mich. Und gleich neben der Kirche sind alle Häuser mit Blumengärtler. So schön ist es nicht einmal im Paradies. Die Blumerei zieht sich durch bis zum letzten Haus. Und weißt du, wieso wir jetzt an diesen Häusern hier die schönsten Blumen finden? Also, weil sie zu der Kirche kehren. An einem Tag, an dem du mal in Rumänien bist, kann ich sagen, sollst du auf jeden Fall hier auf Oradea kommen, ins Piazza Uniri. Für mich persönlich ist es eins von den schönsten Plätzen der Welt. Eins, was mir hier auf dem Platz noch aufgefallen ist, sind die modernen Brunnen. Mit einer runden Form und der weißen Farbe sind sie wie von einer anderen Welt. Ich drehe mich jetzt von der Kirche und vom Gemeindehaus auf die andere Seite. Und du kannst sehen, dass jedes Haus gestrichen und geweißelt ist. Im Mitte von dem Platz ist auch zu sehen der König von Rumänien, Ferdinand der Erste. Und was mir hier noch auffällt, ist das Eckhaus. Es ist der Bischofssitz der griechisch-katholische Kirche. Was da Skulpturen und Muster angebracht sind, das ist unglaublich. Für mich ist es eines der schönsten Häuser hier. Und vor mir ist wieder ein Haus aufgefallen. Es ist das Glashaus, Deutsch. Heutzutage ist es einfach ein Restaurant. Und was mir hier in der Stadt gut gefällt, ist, dass jedes Haus beschrieben ist und man ablesen kann, was einmal da drin war. Die Muster, die an dem Haus angebracht sind, die sind wirklich sehr interessant. Das ist etwas Einmaliges. Ich bin schon wieder auf dem großen Platz und laufe jetzt mal in die andere Richtung. Noch immer auf dem großen Platz finde ich jetzt den Hof an. Und schaut mal, was da gebaut ist. Der Dach, einfach mit Glas bedeckt, dass da das Licht drin kommt. Links und rechts sind da Geschäfte, aber im Moment sehe ich, die sind ja jetzt zu. Aber da kennt man ja auch sogar eine Ballabhalle, so groß ist das. In dem Moment bin ich angekommen am Gemeindehaus, das ein wunderschönes Dach hat. So kann man sagen, dass die Architekten aus der alten Zeit wieder etwas Schönes gemacht haben. Etwas anderes, was mir hier aufgefallen ist, ist die Elektrikstation.
Und schaut mal her, was für eine moderne Elektrik da in Oradea es heute gibt. Ja, soweit kann ich sagen, du hast ja meinen Film aus Ungarn und der Slowakei gesehen. Den habe ich ja jetzt vor ein paar Tagen gedreht. Und wenn du ihn nicht gesehen hast, dann kannst du ja mal reinschauen und dann die Orte vergleichen, wo es dir jetzt besser gefällt. Aber ich würde sagen, überall ist es schön. Und wenn man dann durchs Fußgängerplatz läuft, kommt man genau da raus, an dem wunderschönen blauen Haus. Das ist wirklich wunderschön. Egal wo man sich hinstellt, das ist immer eine schöne Sicht auf das Haus. Du möchtest jetzt ganz bestimmt sehen, wie die Blumen da vor der Fenster ausschauen. Ein Reihe schöner als die andere. Aber es kommt darauf an, auf das Gesamtbild. Das ist wunderschön. So, nachdem ich jetzt den schönen Platz hier besucht habe, geht es schon weiter Richtung Arad. Ich bin inzwischen im Kreis Arad angekommen und klein neben Chișinău-Criș, da liegt das Dorf Zipar. Und da ich euch nicht alle Dörfer jetzt in Deutsch nennen kann, so ich sage euch als in Rumänisch, weil ihr kennt sie ja ganz bestimmt. Da in dem Dorf, in dem kleinen Dorf, war ich früher als sehr oft, da war ich genau in dem Haus da eingeladen von einer Familie. Da hat man als früher gemütlich im Hof gesitzt und bei dem Essen und Trinken schien sich unterhall. Heutzutage ist das Haus als verloss und man sieht ja, es gibt neu renoviert. Die Leute, die was mich damals eingeladen haben, die sind schon längst gestorben. So wie man sieht, gibt das Dorf ganz neu umgegrabt und Rohre verlegt. Es gibt immer vollständig gearbeitet und renoviert. Und könnt ihr euch an die alte Zeit erinnern, was da auf der Gasse mal war und ist? Es sind die Brunnerbäume, die jetzt um die Zeit voller Brunner sind. Da draus hat man als der Raki oder der Schnaps gebrannt. Ich bin nur ein paar Meter weitergelaufen und auf dem Friedhof angekommen. So kann man feststellen, dass auf einer Seite Kukuruz angebaut worden ist. Und man kann sagen, jetzt im Monat Juli ist das schon wirklich groß. Da im Friedhof habe ich jetzt das Grab von der Familie, die mich immer eingeladen hat, gefunden. Es ist halt schön, wenn man bei der Leute vorbeikommt, auch wenn sie schon gestorben sind. In Mitte vom Dorf Zipar ist auch die katholische Kirche. Alles ist da geblieben, so wie früher. Alte Tiere neu angestrichen. Die schauen jetzt aus wie neu. Und neben der Kirche wachsen die Sträucher mit Rosa. Das Gesamtbild kann sich richtig sehen lassen. Recycling gibt in dem Dorf da groß geschrieben. Schaut mal her, was man da aus alter Reife machen kann. Blumenbeete. Und die schauen gar nicht schlecht aus. So ist da die ganze Straße verschönert mit Blumen. Nicht immer spielt das Wetter mit. Ich denke mal, in der nächsten Minute wird's da regnen. So, liebe Leute, jetzt bin ich angekommen in Arad. Also das Gemeindehaus von da, das kennt ihr ja. Das ist eins von der schönsten Häuser, die ich mal gesehen habe, da in Rumänien. Wunderschön ist es da im Monat Juli, aber wirklich sehr heiß. Das Thermometer zeigt 40 Grad an. Ein weiteres schönes Platz da im Zentrum ist die katholische Kirche. Ich stehe jetzt gerade vor der Tür von der Kirche und man denkt gerade, man geht da in einen Palast hin. Das ist wirklich eine sehr große Kirche. Jetzt am Tag ist alles leer und bei so viel Grad draus ist es da drin wirklich kühl. Die Seil da, die kennt ihr ja, da hat man sich immer
verneigt, wenn man da in die Kirche gegangen ist. Und da war ja auch immer das heilige Wasser drin. Was für ein schönes Gefühl es ist, da in der Kirche zu stehen und einfach nur den Mauern zuzuschauen, den Bildern und alles, was ihm umgibt. Zum Arader Zentrum kehrt jetzt nicht nur die Kirche, sondern auch das Theater und die Häuser ringsumher. Somit kann ich sagen, dass Arad auch eins von der schönsten Städte im Westen Rumäniens ist. Und gerade in dem Moment sind ich jetzt angekommen an der Nayarader Brücke. Wenn man da über die Mures fährt, ist man dann in Nayarad. Liebe Leute, ich zeige euch nichts Neues. Die Brücke kennt ihr ja, auch von all den Filmen und auch persönlich. Es hat sich als nichts geändert, es ist noch immer das Gleiche und es ist noch immer so schön, wie es mal war. Und wenn man jetzt die Brücke überquert, dann ist man in Nayarad. Und schau mal, was ich jetzt vor mir habe. Es ist die katholische Kirche von da. Eine wunderschöne Kirche, die ich jedes Mal beim Langsfahren besuche. So, mein Weg geht jetzt südlich von Arad, ich bin aber noch immer in Nayarad, Richtung Vinga. Die Häuser gefallen mir da wirklich sehr gut, deswegen wollte ich sie euch auch zeigen. Ich bin jetzt mein Weg bei Arad und Nayarad rausgefahren und sind jetzt in der Banader Felder angekommen. Wenn man da über die Felder schaut, kann man sehen, dass da schon gedrescht gen ist. Schaut mal, die Felder sind jetzt richtig sauber. Und nicht nur die Felder sind richtig sauber, sondern die Landschaft ist wunderschön. Der Hemm ist als am schönsten. Und nachdem der Weizen und die Gerst vom Feldkohl sind, kommen sie da in die Zisterne rein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wo die Zisterne da sind. Also in Karan, Merzidorf. Noch immer in Merzidorf, schaut mal, was ich da gefunden habe. So schöne Blumen. Und weißt du, wo ich da bin? In der Bahnhofgegend. Von da aus ist man als in die eine Richtung auf Temeschwar gefahren und in die andere Richtung auf Arad. Und du weißt nicht, wie der Bahnhof heutzutage ausschaut. Also, das ist er. Ich werde jetzt weiter in der Straße ein Haus suchen. Ja, da vor mir ist jetzt ein ganz schönes Haus. Aber das Haus, das was ich suche, das müsste ja schon über 100 Jahre alt sein. Und das hat damals im Doktor gehört. Und wieso suche ich das Haus? Ja, dort war meine Oma angestellt als Dienstmädel. Also als sie noch ganz jung war, bevor sie verheiratet war. Und das habe ich euch möchte zeigen. Heutzutage gibt es die Häuser nicht mehr und sind ganz neu aufgebaut gen. Und wenn ich schon in Merzidorf bin, dann möchte ich auch euer Kirch zeigen. So, nachdem ich jetzt euer Dorf da besucht habe, geht das jetzt Richtung Andres. Es geht einfach die Hauptstraße entlang bis zum Dorf raus. Der ein und der andere, der da auf der Straße gewohnt hat, der wird ja sein Haus da erkennen. Noch im weiten Weg von Oradea bis St. Andres sind ich jetzt wieder daheim angekommen. Da sind ich jetzt gerade auf dem Platz angekommen und möchte jetzt eine Wassermelon kaufen. Vă rog dacă puteți să-mi dați una mai mică. Da, asta e bună. Sper să fie și bună din interior. Nachdem ich jetzt die Wassermelone da gekauft habe, voll 2,50 Euro, kann ich jetzt heimfahren und es kaum erwarten, die zu essen. Früher, als der Otter noch gelebt hat, sind die Wehen als auf der Gast gefahren mit Melona. Und da hat er als so bei 20 Stück gekauft und die dann in den Kielerkeller getan. Und in einer Woche war er so weg, weil bei so vielen Personen hat es uns auch sehr gut geschmeckt.
Der Tisch ist jetzt gericht und die Melone schaut als gut aus. Und was für guter Geruch die hat. Und schmecken tut sie auch sehr gut. In dem Moment sind ich angekommen in Temeswar und kann sagen, wie kann es sein, dass ich nicht jetzt do am Grini Platz langs komme und einfach mal einen Langosch kaufe. Der schmeckt wirklich sehr gut. Nachdem er gestärkt ist, läuft man als durch die Straße Temeswars. Da im Zentrum ist als viel renoviert gen und ist auch noch viel zu machen. So sind ich als wieder in Piazza Unieri, eins von der schönsten Plätze da in Temeswar. Und ich kann sagen, oh, Europas. Jetzt in der frühen Morgenstunde kann man noch spazieren, weil da sind es ja bei ungefähr 33 Grad, aber nachmittags, da sind es über 40. Du möchtest auch den katholischen Dom sehen. Der ist jetzt in der frühen Morgenstunde als dunkel, weil die Sonne hinten dran scheint. An dem Dom ist als viel dran renoviert gen. Aber jetzt ist er als fertig. Da auf dem Platz in Piazza Libertazzi kann man sehen, wie andere Häuser renoviert sind und andere noch renoviert gehen müssen. Ankum in der Straße Alba Iulia kann man sehen, dass die Stadt Temeswar eine tolerante Stadt ist. Also, auf voll alles. Am Ende von der Straße hat man schon die erste Sicht auf das Zentrum. Da ich euch ja immer zeige, ob sich da etwas verändert hat, kann ich sagen, dass die Stadt um ein schöner gehen ist. Du möchtest das große Platz vom einen End bis zum anderen sehen. Also, da hast's. Und jetzt gleich auf der rechten Seite. Das Haus da, das kennst du ja. Das ist ja die Oper. Meine Tour durch der Westrumänien geht so langsam zu Ende. Die Schwowe waren als tote Hemm und sind manche auch noch heutzutage. Aber ich möchte sagen, dass ich jetzt nur voller ganz kurze Zeit voller Tag da war. Deswegen werde ich in Eierdörfer wahrscheinlich das nächste Mal gehen. Und das im September oder wer weiß wann. Aber da habe ich euch ja schon verrot, dass ich im September wieder da bin. Und da möchte ich auf die Kerwei gehen. Eine davon ist in Temeswar und die andere ist in St. Anna. Und ich denke mal, eins von diesen zwei Plätzen werde ich mal auswählen. Aber ich schätze mal, ich werde in St. Anna sein. Also, dort können wir uns sehen. Am 2. Sonntag im September. Also, bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Macht's gut. Ciao.